fangen mit dem ersten Thema. Ich habe Corona. Ich bin positiv. Ich will euch aber erzählen, was durch diese Sache alles passiert ist und wie es dazu kam. Okay? Alle haben doch von euch bestimmt, viele von euch haben bestimmt den Upload auf meinem Hauptkanal gesehen. Ich habe Corona. Wo ich euch erzähle, dass ich positiv bin. Es war kein Promo-Move oder so. Eine mit 170.000 Aufrufen kann es nicht sein, dass es ein Promo-Move war. Für was? Ich will euch aber eine Sache erzählen. Und an die ganzen Besserwisser hier draußen jetzt reinschreiben. Ja, die Symptome kommen erst später, bla bla. Du kannst auch mit einem Negativtest hier hinkommen. Jetzt hört mal zu. Ich bin mit einem Negativtest, genauso wie Ozan und Jones, nach Deutschland gekommen. Dann hat angefangen, Digga. Ich habe angefangen zu husten, ich war erkältet und ich muss eine Sache zugeben, Ozan war schon ein bisschen angeschlagen in der Türkei, aber wir sind negativ gewesen. Warum waren die Jungs angeschlagen? Vielleicht habt ihr es in den Stories der Jungs verfolgt. Die sind mit Klamotten bei kaltem Wetter im Pool gesprungen. Es hätte alles sein können. Ich aber in der Panik, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe in meiner Familie Verwandte, sei es Cousine, Tante, die im Krankenhaus arbeiten. Alle haben diese Schnelltests zu Hause. Und alle sagen mir, Can, mach mal einen Schnelltest, weil ich sage euch eine wichtige Sache. Alhamdulillah, guck mal, ich bin 23 Jahre alt, ich werde 24 und ich kann eine Sache sagen, ich werde nie krank. Ohne Witz, ich werde nie krank. Nie. Ihr könnt mir glauben, ihr könnt es lassen. Ich hatte vorher noch nie eine Grippe. Alhamdulillah, Allah Chok Shukür, ich hatte noch nie eine Grippe. Ich wusste bis dato nicht, was eine Grippe ist, Bruder. Ich kannte die Symptome nicht. Ich war immer gesund. Ich hatte auch noch nie einen Unfall, wo ich mir was gebrochen habe. Chok Shukür. Das ist noch das Letzte, was jetzt noch kommt. Wir haben sowieso eine Pechsträhne, sein Vater. Das fehlt mir noch. Ich bin gesund, ich habe nichts, okay? Aber was habe ich in der Panik gemacht? Ich erzähle euch jetzt was. In der Panik habe ich einen Schnelltest benutzt. Und auf dem Schnelltest, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt es zwei Striche. Wenn du einen Strich hast, ist wie bei einer Schwangerschaft, glaube ich. Wenn du einen Strich hast, bist du negativ? Hast du zwei, bist du positiv? Was habe ich gemacht? Ich Holz. Ich Dummkopf. Was habe ich gemacht? In der Angst, weil ich auf einmal keinen Geruchssinn hatte. Ich hatte auf einmal keinen Geruchssinn mehr. In der Angst bin ich davon ausgegangen. Ich bin ausgegangen. Okay, John, du hast Corona. Mach dein Statement. Weil ich hatte es noch nie vorher, dass ich keinen Geruchssinn habe. Aber sowas kann auch bei einer Grippe zutreffen. Safe? Sind wir uns da einig? Ihr seid vielleicht öfter krank. Ich hoffe, ihr seid nicht krank. Oder ihr habt nichts. Aber vielleicht habt ihr schon mal Erkältung oder Grippen gehabt, wo ihr keinen Geruchssinn mehr hattet. Hattet ihr sowas schon mal? Okay, hattet ihr. Da sind wir uns schon, wenn schon viel Leute reinschreiben, okay. Da sind wir uns einig. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Statement gemacht aus Angst, dass ich Corona habe. Richtig? Aus Angst. Ich habe gesagt, ich bin positiv, ich rieche nichts. Ich bin angeschlagen. Ich schütze mich selber, ich bin in meinem Zimmer. Du musst ja auch in Quarantäne gehen, wenn du aus der Türkei kommst. Ist ja so eine Pflicht. Hier und da. Jetzt geht's weiter, meine Damen und Herren. Nachdem ich das Video hochgeladen habe, natürlich, meine Mutter will wissen, dann bist du wirklich Corona-positiv oder nicht. Meine Verwandten bringen mir die Schnelltests. Ich mache den ersten Schnelltest, meine Damen und Herren. Negativ. Kann sein, dass wir das falsch gemacht haben, weil wir keine Abstrichmenschen sind, okay? Einer steckt in meine Nase rein, einer steckt in meinen Mund rein, einer steckt mir hier rein. Bruder, der Test ist negativ. Heißt aber nichts. Machen wir mal noch einen. Einen Tag gewartet, noch einen Schnelltest gemacht. Mamas Freundin hat mir einen gebracht, die ebenfalls im Krankenhaus arbeitet. Der sah sogar qualitativ aus. Es gibt diese billigen, es gibt auch gute. Wir machen den Test, steckt in meine Nase rein, steckt in meinen Hals rein. Negativ. Jetzt geht's weiter. Hast du die PCR-Test gemacht, den Schnelltest? Wartet, jetzt geht's los. Es sind 4 Tage vergangen, meine Damen und Herren. Ich habe im Kopf, sind diese Schnelltests Geldmacherei? Oder nicht? Weil nach 4 Tagen, ich hatte nichts mehr. Ich hatte keinen Husten und ich hatte auf einmal meinen Geruch wieder. Und ich denke nicht, dass wenn ich Corona habe, nach 4 Tagen, dass ich wieder hardcore gesund bin. Jetzt kommt aber das Problem. Ozan ruft mich an. Bro, ich habe Corona. Ich so, wie? Hast du Schnelltest gemacht? Ja. Was kommt raus? Negativ. Ich so, Bruder, geh bitte zum Flughafen, mach einen PCR-Test. Es geht weiter. Flughafen-Story kommt. Ja, sie kommt jetzt. Ja. So, jetzt passt auf. Da ich ja weiß, dass ich gesperrt bin auf Twitch und nicht live gehen kann, zu dem Zeitpunkt noch 2 Wochen oder 10 Tage, denke ich mir, okay, ich bin wieder gesund. Ich hab nichts. Jalla, nach Antalya. Weil, Jungs, ich habe 4 Schnelltests gemacht. Alle sind negativ. Alle sind negativ, okay? Ich denk mir, okay, weißt du was? Du warst jetzt 2 Wochen mit Ozan und Budak in ein Zimmer in ein Auto eingesperrt. Hanne, bändet mir das Käfer-Pien, Bruder. Reicht. Hanne, nach Çanakkale fahren, dies, das. Ihr denkt, das ist alles so Spaßerei in diesen Videos. Aber fahrt mal jeden Tag 500, 700 Kilometer in Türkei. Macht mal. Mach mal bitte bei schlechtem Wetter. Macht mal bitte. Mach das mal nach. Mit diesem ganzen Stress und dann noch Karten, dies, das. Mach mal bitte. Ist alles so einfach. YouTube ist ja ein Witz, Bruder. So, was mache ich? Ist so, Anne, buch mir ein Flugticket nach Antalya. Ich wollte unbedingt ins Sueno Hotel. Unbedingt, Digga. Unbedingt. Ich wollte einmal mit Ozan hin. Es hat damals 4.000 gekostet. Ich habe Angebot bekommen für 1, 2. Ist so, Anne, buch, ich gehe. Ich denke mir, okay, ich bin gesund. Yalla, zum Flughafen. Mach deinen PCR-Test. Ich schnapp mir meinen Cousin. Komm mit, Bruder. Ich habe keinen Bock, alleine zu fahren. Ich gehe hin, ich mache den Test. Zahle 70 Euro. Okay? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Walla, Jungs, glaubt mir, wirklich, ich habe keinen Grund, euch anzulügen. Walla, mir ging es komplett gut. Mir geht es seit einer Woche komplett gut. Mir geht's gut, ich hab nichts. Mir geht's gut, ich rieche. Ich hab nichts. Nichts, nichts. Mir geht's gut. Ich mach den Test ja jede Woche am Flughafen in Düsseldorf, ne? Ich mach den ja jede Woche, weil ich ja sowieso immer fliege. Ihr seht ja, wir reisen nach Mexiko. Ah, an der Stelle, als wir nach Mexiko gereist sind, habe ich für Ozan und mich 150 Euro bezahlt für den Corona-Test. Und wir brauchen den Test nicht mal nach Mexiko. Jetzt könnte ich wieder beleidigen, der alte John wird jetzt sagen, der Kleine. Nein, was ist die Antwort? Selber schuld.
hätte sich schlau gemacht, dass du für Mexiko gar keinen Test brauchst. Egal. So, und immer wenn man die Tests macht, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen PCR-Test gemacht habt, kriegt man eine Mail, wo steht, Nachricht angekommen, ob du negativ oder positiv bist, okay? Und ich bin so in meinen Vibe. Ja, Mann, Koffer gepackt, yalla, Antalya, geil, Cave machen, Bruder. Weil ich hab noch 3 Videos, nächste Woche, darauf die Woche, ich kann in dieser Woche Cave machen und muss noch nicht irgendwo hingehen, okay? Guck jetzt, wartet. Nein, nicht so wie ihr denkt. Ich kriege meinen PCR-Test nach 6 Stunden. Nach 6 Stunden weiß ich Bescheid, positiv oder nicht. Ich schwöre, ich hab schon locker 10 Stück gemacht. Für die Jungs sogar auch. Jetzt kommt eine Mail. Wisst ihr, was in der Mail steht? Ich such's raus. So, ihr hört zu, ne? Analyse aus technischen Gründen nicht auswertbar. Die Untersuchung wird derzeit wiederholt. So, wir sind uns einig, dass die Firma, wo ich meinen Test mache, mir eine Mail schickt, wo steht, aus technischen Gründen nicht auswertbar, die wiederholen. Es gibt ein Gesetz, dass du den Speichel oder was auch immer die aus meinem Hals oder aus meiner Nase ziehen, nicht wiederholen dürfen. Nicht denselben benutzen dürfen für einen weiteren Test. Darf man nicht. Es geht weiter. Ich denke mir, ich will fliegen, ich habe den Test nicht. Der Flug war am nächsten Tag, okay? Zwei Tage später. Das heißt, ich mache den Test immer so, dass ich 72 Stunden vorher diesen Test habe. Ich zitter und warte. Ich krieg seit 24 Stunden meinen Test nicht. Ein Tag vergeht, Test kommt. Positiv. So, ihr denkt, das war's schon? Das war's noch lange nicht. Wir springen zurück. Ich habe 4 Schnelltests gemacht. Alle negativ. Warum werden diese Schnelltests erfunden? Ja? Warum werden sie erfunden, wenn sie nicht funktionieren? Wenn ich doch Corona habe, laut dem PCR-Test, dann dürfen die Tests nicht positiv sein. Dürfen die nicht negativ sein. 4 Stück. Walla, die sind noch alle unten. Ich kann sie alle hochholen, wenn sie wollt. Mach ich aber nicht. 4 Stück brauche ich nicht anzulügen. Was macht der Psycho-John, der unbedingt nach Antalya will? Was denkt ihr, was er macht? Wartet, das große Problem kommt jetzt. Wenn du, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen PCR-Test gemacht habt, irgendwo hinfliegen wollt oder was auch immer, ne? Haben eine 40% Trefferquote. Ja, wow! Wow, 40% Trefferquote. Ja, super, Alter. Okay, das heißt, wenn meine Schnelltests negativ sind, ich gar nicht reise und ich die ganze Zeit unterwegs bin und die Dinger nicht sicher sind, stecke ich die ganze Zeit Leute an. Stark! Lidl, bring Schnelltest raus, Apotheke Schnelltest, die Schnelltest. Ah, ist keine Geldmache, ne? Nee. Alles gut, Digga. Lassen wir die Leute mit negativen Schnelltests rumlaufen, lass uns die Leute anstecken lassen, aber ist keine Abzug, 40% Trefferquote. Wenn es nur 40% eine Trefferquote hat, ja, wo sind wir hier? Sind wir in Timico, Alter? Dann bring diese Dinger gar nicht raus. Zwingen die Leute, PCR-Tests zu machen. Ist nicht so? Nee, wird aber keiner machen. Ganz Zeit dafür, so viel Geld zu bezahlen. Wir beruhigen uns, es geht weiter. Meine ganze Familie macht Tests, weil die auch wissen wollen, ob sie was haben. Keiner hat was. Mein Cousin, keiner hat was. Burak Jones hat nichts. Ozan parallel kriegt seinen Test von derselben Firma, wo wir die PCR-Test machen, seinen Test zurück. Wie gesagt, ich wiederhole, wir sind angeschlagen. Wir wissen nicht, ob wir Corona haben, aber wir sind angeschlagen. Mir geht's nach 5 Tagen wieder gut. Ozan ist angeschlagen. Covid-Test positiv bei Ozan. Was passiert, wenn du einen PCR-Test hast, wo steht positiv? Die schicken das sofort dem Gesundheitsamt weiter, okay? Rufen dich an und sagen, dass du 2 Wochen zu Hause bleiben musst. Jungs, was labert ihr? Die Tests haben eine 80% Treffer. Noch schlimmer, Timaru, noch schlimmer dann. Ich habe 4 Stück gemacht. Ozan hat 2 Stück gemacht. Alle negativ. Egal, jetzt habe ich ein Problem. Mein Test ist positiv. Es wurde Gesundheitsamt angerufen. Theoretisch darf ich nicht mehr raus. Richtig? Ich darf eigentlich nicht mehr raus. Stimmt ja. Aber ich sehe es nicht ein, nicht raus zu dürfen, wenn ich eine Mail bekommen habe, wo steht, aus technischen Gründen müssen wir den Test erneut machen. Und dann erst einen Tag später kriege ich meine Ansage. Was habe ich also gemacht? Ich habe meine Schnelltests genommen. Alle meine Schnelltests. Okay. Bin sauer, weil ich habe Hotel gebucht. Ich habe Flug gebucht, weil ich fliegen will. Ich bin sauer, Bruder. Ich habe Geld ausgegeben. Ich bin sauer. Ich glaube, ihr könnt das alle verstehen. Ihr könnt es nachvollziehen. Was will ich jetzt machen? Da ich noch nie diese Mail bekommen habe, wo steht technischer Problem oder was auch immer, bin ich zum Flughafen gefahren. Wut entbrannt. Ich gehe mit meinen Schnelltests, die sind negativ. Wer hat am Flughafen gesagt, hey John, was geht? Ja, gut, alles gut, ja, okay, da, okay. Ich gehe nach unten. Was war jetzt mein Plan? Mein Plan war es, den Test nochmal zu machen, weil ich es nicht einsehe, eine Mail zu kriegen, technischer Problem, wir machen den nochmal mit derselben Speichelprobe. Darf man eigentlich nicht. Ich habe Schnelltest, ich denke, ich habe nichts, weil ich nichts habe, ich rieche, ich schmecke, ich habe nichts, nichts, nichts. Ich gehe zum Eingang, wo die ganzen Leiharbeiter stehen und keine Ärzte sind, okay? Wo die ganzen Live-Firmen diese Firmen aufgemacht haben, dass man die PCR-Test-Abstriche macht. No front, tut mir leid, ist aber so. Sagt, Jungs, kann ich euren Chef sprechen? Mein Test ist negativ. Normalerweise, ich habe einen Schnelltest hier, ich möchte einmal zu eurem Chef, ist euer Chef da. Normalerweise müssen diese Leiharbeiter an der Stelle, ich habe sie zwar gefrontet, Pech gehabt, paar von denen kannten mich, Pech gehabt, ist mir egal. Normalerweise, damit ihr seht, wie kompetent die sind, dürfen die dich nicht reinnehmen. Die dürfen dich nicht reinnehmen, bevor sie dich nicht fragen, hey, haben sie einen PCR-Test bei uns gemacht? Ist der Bus negativ, ob die rein dürfen? Der Schnelltest, die dürfen mich da eigentlich nicht reinnehmen, okay? Da ich aber ein sehr, ich will nicht sagen, ich kann gut Menschen überreden, Digga. Wisst ihr, ich meine, ihr seid ja gerade auch im Stream, wir sind ja gerade nicht umsonst 6000 Zuschauer und ihr hört mir gerade zu, oder? Diese Props können wir auch mal irgendwann kurz holen.
Bakshimde, die holen mich rein, er bringt mich zum Chef. Was habe ich dem Chef gesagt? Ah, Moment, wir spulen zurück. Bevor ich nach unten gegangen bin, um den Test zu machen, war oben noch ein Stand, wo auch Tests machen, wo der Junge mich erkannt und gesagt hat, Jam, wohin gehst du? Mach hier, hier ist günstiger. Ich so, nee, Bro, ich muss unten was lernen. Wenn das nicht klappt, komme ich nach oben. Jetzt machen wir weiter. Ich bin bei den Leiharbeitern, die bringen mich rein zum Chef. Und ich schwöre es auf euch auf alles, okay? Normalerweise bin ich viel impulsiver oder wenn ich was zu meckern habe, was mir nicht passt, weil ich bin auch gestresst, Digga. Ich habe so viel Minus gemacht. Ich will doch nur ein bisschen chillen am Teil. Ich habe doch nichts, Digga. Warum kommt jetzt dieser Test aus der Hölle mit positiv? Die bringen mich zum Chef, Chef kommt raus, okay? Und ich sehe ihn schon. Kennt ihr das? Wenn ihr einen Menschen seht oder einen Lehrer seht, einen neuen Lehrer, ihr guckt den an und ihr wisst, der wird euch so machen. Ihr wisst ganz genau, das wird passieren. Hanne Bikel, der bin im Schranzenwasser, dass ich einen Menschen sehe, wo ich mir denke, boah, geil, sympathisch. Ist noch nie passiert, Digga. Und ich hab's gesehen und ich wusste, okay, in 5 Minuten kassiere ich die Saskia-Flasche. Jetzt hört mir zu. Ich habe höflich gesagt, hallo, mein Name ist XY. Ich habe vorgestern bei Ihnen einen PCR-Test gemacht, okay. In der Mail stand, dass ihr ein technisches Problem hattet. Ich möchte morgen in die Türkei fliegen. Danach kam euer Test, dass er positiv ist. Und laut meines Wissens und laut meiner Verwandten, die auch überall mit diesen Abstrichen zu tun haben oder auch im Gesetz steht, dass ihr den Speicheltest nicht erneut für diese Sache benutzen könnt. Ihr habt mir eine Mail rausgeschickt, wo steht, technischer Fehler. Und einen Tag später schickt ihr mir einen Test, wo steht, positiv, eine Mail. Ich so, guck mal, ich werde jetzt sicher nicht nochmal bei euch 70 Euro dafür zahlen, dass ihr mich nochmal testet. Seid bitte so höflich, macht mit mir jetzt diesen Test, dass ich den in einer Stunde kriege, der nebenbei auch 130 kostet, den ich auch schon mal bezahlt habe. Ich bin auch schon lange Kunde bei denen, weil ich ja jede Woche einen Test mache. Macht den bitte, weil ich muss morgen dringend fliegen. Und falls sie jetzt Nein sagen, so habe ich gesagt, gehe ich nach oben, mache oben den Test und wenn der negativ ist, werde ich euch verklagen. Dann habt ihr ein Problem. Das war mein Satz. Wallah, kann man so ausdrücken, kann man auch lassen. Aber ihr merken uns eine Sache, ich war sauer, ich bin Stammgast, ich mache jede Woche einen Test, weil ich lasse da so viel Geld. Meine Mail war falsch, ich möchte den Test nochmal machen, weil ich morgen fliegen will. Was denkt ihr, was seine Antwort war? Jetzt kommt das Witzigste. Nein? Nein, nicht nein. Ich sag euch, was seine Antwort war. Polizei, verklag uns. Bullen kommen, raus. So, die haben mich rausgeschmissen vom Flughafen, okay? Es geht weiter. Seid ihr bereit? Es geht weiter. Warte, wir haben gerade erst angefangen. Es geht weiter. Seid ihr bereit? Kundenservice, der war auf jeden Fall top. Der war top, Bro. Und er weiß ja nicht, wer ich bin. Dass, wenn ich jetzt eine Story mache, seinen Nachnamen nehme, habe ich aber nicht gemacht. Wir wollen keinen drohen, wir sind nett. Wir halten fest, ich wurde rausgeschmissen und höflich gebeten, nach Hause zu fahren. Weil ich ja einen positiven Test habe. Obwohl ich nicht zu 1000% weiß, ey, ist mein Test gültig oder nicht? Was mache ich? Ich warte und sag, okay, tschüss, ich gehe jetzt. Ich bin nicht gegangen, ich bin wieder reingegangen. Hör zu, ich bin wieder reingegangen. Okay, und bin dann, wir kommen zur Geschichte zurück, als ich als erstes reinkam. Oben war ja noch ein Stand, wo man den Test machen kann, richtig? Oben war ja noch ein Teststand. So. Hör doch zu lachen, Mann. Wieso lacht ihr denn jetzt? Eigentlich ist das nicht so witzig. Eigentlich sollte ich ein Vogel sein, nach Hause gehen. Aber guck mal, Jungs, ich bin mir ja nicht sicher gewesen, ob ich positiv bin oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Da, ich hoffe, ihr könnt mich alle nachvollziehen. Ich will hier keine Besserwisser in den Kommentaren sind, die jetzt sagen, ah, undiszipliniert und das und bla. Mann, du Stressmagnet. Ja, Stressmagnet. Guck jetzt. Ich geh wieder rein, ich guck, okay, diese Bläs sind auch wieder weg. Ich geh zum anderen Stand, wo mich ein Junge angesprochen hat. Ist ein lieber Spanier gewesen, liebe Grüße an der Stelle. Hola, hola Senor. Liebe Grüße an den Bruder, ich hoffe, ihm geht's gut. Ich geh zum Test. Ich sag zu ihm, Bro, unten wurde ich gerade rausgeschmissen, lass mal ganz schnell hier den Test machen. Also kein Problem, Bro, 30 Euro, lass dich schnell hier registrieren. Dies, das, papapapapap, okay. Neben ihm war aber noch ein Junge, der seinen Job ein bisschen ernster nimmt. Er sagt, was passiert und so. Und ihr kennt mich, ich rede ja gerne mit den Leuten und ich bin ja auch dumm. Ich sage, guck mal, unten wurde ich rausgeschmissen, weil ich so gesagt habe. Ich habe genau den Sachverhalt, was ich euch gerade erzählt habe, denen erzählt. Die meinten, okay, warte, weil ich zugegeben habe, dass ich positiv bin, haben die mich den Test nicht machen lassen. Der Chef kam, er meinte, schau mal, du bist hardcore im Recht. Alles, was du uns gerade erzählst, wenn das der Wahrheit entspricht, bist du im Recht. Ich kann dich aber trotzdem hier den Test nicht machen lassen, weil du meine potenziell, auch ob das negativ, positiv ist, ich kann dich hier nicht machen lassen. Ich will meine Angestellten nicht. Sag mal schnell, ich will meine Angestellten nicht gefährden, okay? Hat er recht? Dann müssen wir ihm recht geben, Chat. Würdet ihr auch machen, wenn diese Live-Firma euch gehören würde, oder? Ja, würdet ihr auch machen. Okay. Ich krieg aber einen Anfall. Ich sag, ah. Das heißt, mit Ehrlichkeit kommt man nicht weit auf dieser Welt. Hätte ich jetzt gelogen und hätte gesagt, ich hab nichts, ich will den Test ganz normal machen oder hätte mit euch den Talk nicht gefühlt, weil ihr mir alle sympathisch wart, hätte ich bei euch den Test machen können, richtig? Er sagt, ja, das stimmt. Weißt du was? Mach den Test lieber woanders. Wir wissen von nichts. Sehr professionell. Meint dann, okay. Haut rein. In dieser Zeit habe ich das Gesundheitsamt angerufen, weil ich denen klar machen wollte, falls ich von den Bullen angehalten werde nochmal oder ein Problem kriege,
dass sie Bescheid wissen, dass so und so abgelaufen ist und ich den Test gerne nochmal machen wollen würde. Was haben wir aus dieser Story gelernt? Lügt. Kappa, lügt nicht. Meine Mutter hat mich so erzogen, niemals zu lügen. Ich schwör's euch, ich habe meine Mutter noch nie angelogen. Ich mag es nicht zu lügen. Deswegen hasst ihr auch Menschen, die lügen. Ihr kennt mich, ihr kennt meinen Charakter. Ich war ehrlich und wieder einmal wurde meine Ehrlichkeit nicht wertgeschätzt. Okay? Was mache ich jetzt? Weil ich habe immer noch im Kopf, ich will morgen nach Antalya fliegen. Ich will. Was habe ich gemacht? Jetzt will ich die Stadt nicht verraten, bevor ich ein Problem kriege. Ich will den Test nochmal machen. Und ich brauche den Test ganz schnell, weil ich morgen fliegen werde. Was habe ich gemacht? Ich bin in eine Klinik gegangen, in meiner Nähe. Habe 170 Euro. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Weitere 170 Euro bezahlt, dass sie mich testen. Da wurde ich wirklich hops genommen, Bro. Hanne am Flughafen, die machen ein bisschen hier, machen da, okay. Alles Stück, Alter, tut nicht mehr weh. Bruder, sie hat das Ding genommen, in meine Nase gerammt, Bruder. Sie, mach mal deinen Kopf hoch. Noch nie muss ich meinen Kopf so hart gemacht. Die hat meinen Kopf so gekippt. Bam! Wie so ein Blech, was... Keine Ahnung, Bruder. Bam! Rein! Rein in die Olga, Bro. Hanne, das war auf... Diese Dame war kein Softie, Bruder. Hanne, die geht zu Hause ganz anders ab in ihr Bett, glaube ich. 100%. Die dreht durch, Bruder. Die dreht durch. Die hat die Hosen an. Das habe ich gemerkt in diesem Griff. So, was habe ich gemacht? Tarek! Tarek hat reingeschrieben, safe Duisburg. Ja, Bruder Alkisch, du hast recht. Ich habe es in Duisburg gemacht. Ich sag nicht wo, aber ja, es war in Duisburg. Liebe Grüße an alle Duisburger. Ich weiß nicht, warum er das geschrieben hat, aber anscheinend muss das einen Grund haben. Es geht weiter. Ich, wutentbrannt, fahre nach Hause. Bitte lass ihn negativ sein. Ich hab doch nichts. Ich bin doch nett. Bin doch lieb. Ich habe keine Symptome, nichts. Mir geht's doch gut. Seit einer Woche, mir geht's gut. Ich bin in diesem Zimmer hier eingesperrt. Aber da ihr mich gerade immer noch in diesem Zimmer seht, könnt ihr euch ja schon denken, was mit diesem Test war, der angekommen ist. Am nächsten Tag. Referenz. Negativ. Ergebnis. Positiv. Und an der Stelle liebe Grüße an jeden, der gesagt hat, dass ich das aus Promo-Zwecken gemacht habe. Sei ehrlich, du bist nicht krank. Bruder, was für sei ehrlich, du bist nicht krank, ja? Aber meine Damen und Herren, wenn ihr dachtet, das war's schon. Nein, nein, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Nein, es geht weiter. Es geht weiter. So. Am nächsten Tag, ich weiß, ich muss in Quarantäne, ich muss zu Hause bleiben, hat mich das Gesundheitsamt angerufen. Ich bin nicht rangegangen. Ich war am Schlafen. Um 8 Uhr bin ich nicht wach. Um 11 Uhr auch nicht. Ich habe einen Tag vorher angerufen, um den Sachverhalt zu schildern. Sind nicht rangegangen. Was ist passiert? Einen Tag später wird bei mir zu Hause geklingelt. Zwei nette Ordnungsamtbläs waren vor der Tür. Und man muss wirklich sagen, die waren wirklich korrekt, Bruder. Die machen auch nur ihren Job. Die waren korrekt. Die kommen vor meine Tür. Weißt du, was die sagen? Wisst ihr, was der erste Satz war? Leute rufen beim Gesundheitsamt an, dass sie, Herr John Broke, ganzen Tag draußen sind. Ich guck die so an. So was? Das heißt, die wissen, dass ich YouTube mache, haben wahrscheinlich dann auch das Video gesehen, weil die Leute rufen an beim Gesundheitsamt, irgendwelche Leute, die mich nicht mögen oder mir eins auswischen wollen, weil die Geldstrafe beträgt 5000 Euro, wenn du quarantänepflichtig bist und positiv bist, dass du zu Hause bleiben musst. Ich war ja zu Hause. Bin euch auf den Kopf gefallen. Jetzt muss man die auch nachvollziehen, weil auf meinem YouTube-Kanal ist ein Video online, wo steht, ich habe Corona. Hanne, offensichtlicher geht's ja nicht. Die nehmen das ja ernst. Erstens den 5k Schnapper mitnehmen für den Staat. Ist ja nicht so, dass ich genug zahle an Steuern. Aber die Strafe wollen sie mir auch noch reinstecken. Ich halte meinen Talk mit dem. Ich kläre die auf, genauso wie ich euch aufgeklärt habe. Lande, die standen 20 Minuten vor meiner Haustür lang. Ich habe die genauso aufgeklärt, wie ich euch aufgeklärt habe, wie in diesem Stream. Und ich glaube, ich rede mit euch seit einer halben Stunde darüber. Wisst ihr, was dann die Antwort war? Ja, John, du musst ein Vorbild sein. Da war es nicht mehr John Brooke, da war es John. Und auch richtig ausgesprochen, mein Name, ne? Und ich denke mir, Digga, das ist zu offensichtlich. Die müssen mich kennen, Bro. Nur John Brooke reicht nicht. Die müssen mich kennen. Die verabschieden sich und wisst ihr, was einer fragt? Wann kommt dein Eistee raus? Sehr professionell! Oh ja! Und ich schwöre, es ist nicht gelogen. Er fragt mich, nachdem ich diesen Referat halte, dass man angepisst ist, dass ich nicht rausgehen kann und mein Test positiv ist. Wann kommt dein Eistee raus? Mein Sohn kennt dich. Alles klar. Jo. Ja, gib deinem Sohn High Five von mir. Gib ihm doch High Five. Hol ihn doch hier hin. Hol ihn von meiner Haustür. Sag, dass ich hier wohne. Ja, und das ist die Corona-Story, meine Damen und Herren. Jetzt sitze ich hier zu Hause, ohne Symptome seit einer Woche und denk mir, hey, sollte ich noch einmal illegal rausgehen und den PCR-Test nochmal machen und wenn der negativ ist, die alle... Oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich bin zu Hause und krieg meine Matten zu Hause. Aber jetzt habe ich den Stream. Jetzt kann ich auch wenigstens mit euch reden. Jetzt geht's mir auch wenigstens gut. Jetzt haben wir Ablenkung. Wisst ihr, was ich meine? So, meine Damen und Herren, das war die Corona-Story.